alle irgendwie dasselbe an. Zumindest die drei Leute, die gerade hier im Hive sind. Es ist früh am Morgen, Leute. Es ist 7 Uhr. Noch ist niemand da. Hallo? Jemand zu Hause? Zu Hause sind die wahrscheinlich aber nicht hier. Aber der Paul und ich, wir sind gerade schon hier am Start, denn heute geht es wieder auf die Rennstrecke, Leute. Und zwar nach Belgien, nach Spa, eine der traditionsreichsten Rennstrecken der Welt. Und ich werde da heute zum ersten Mal fahren und von Köln aus brauchen wir nur ungefähr 1,5 Stunden dahin. Let's get it. Das war das große Glück hier in Köln, dass wir eigentlich Motorsport-Mekka sind. Wir haben es zum Nürburgring nicht weit. Zolder, wie ihr schon gemerkt habt, mein erstes Saisonrennen ist auch nicht weit, 1,5 Stunden ungefähr. Heute nach Spa ungefähr 1,5 Stunden. Zandvoort ist nicht weit weg, Hockenheimring ist nicht weit weg. Also wirklich richtig geil hier, wenn man zu einer Rennstrecke muss. Und jetzt schnacken wir nicht weiter, ja? Jetzt fahren wir da hin. Und auch auf diesen kleinen Zufahrtsstraßen hier zum Streckenwerk. Man schau, jo, das ist eine ganz geile Gegend. Ähnlich wie es ja auch rund um den Nürburgring ist. Weil anders als das Nachbarland Holland ist es hier in Belgien teilweise halt gar nicht flach, sondern richtig schön Berge, richtig schöne Achterbahn halt von den Straßen her. Und wir fahren, ja, ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren, ne? Wir fahren vielleicht im Kreis, glaube ich, mal ein bisschen. Paddock steht da. Eigentlich ein bisschen Richtung Paddock, ne? Da, Paddock steht nach links und rechts. Soll ich noch eine Runde fahren einfach, ne? Einfach aufs Prinzip. Wir fahren mal hier rein. So. Okay, hier ist eine Kontrolle. Und ich weiß nicht, was ich sagen muss. Morning. Einfach mal guten Morgen sagen, oder? Guten Morgen, ja, ja. Sehr gut, okay. Wir sind drin. Oh, da ist ein Rouge. Oh, geil. Oh, mega nice. Seht ihr da? Rouge. Oh, Leute, eine der geilsten Kurven der Welt. Eieieiei. So, einmal unter der Strecke durch. So, hier ist Las Tours, erste Kurve und dann ist hier, ja, sieht schon mal ein bisschen anders aus hier. Ferrari-Teams sind da, andere GT4-Teams auch. Langsam kommen wir näher. Must wait like 5 or 10 minutes. They must uncharge the cars. So, okay. Yeah, you know where I can park? Okay. Yeah. No Thank problem. You anyway. Parkplatz bekommen wir also nicht mehr hier vorne. Na gut, dann parken wir einfach mal hier vorne und machen uns so auf die Suche nach unserem Team, was heute nur ziemlich klein ist. Hey, morgen, ja. Alles gut? Ja, mit dir? Ja, gut. Ja, sehr schön. Klatsch neu. Schaut mal hier, Leute. Das hier wird unser Auto für heute. Und wie ihr sehen könnt, ist das ein komplett brandneues Auto. Weil Team GT hat einen dritten McLaren 570S GT4 bekommen. Der hat noch kein Design jetzt gerade, wird heute hier zum ersten Mal gefahren. Jungfernfahrt. Weil ihr den Vlog gestern gesehen habt, wisst ihr, Bernie hat schon gesagt, zwei Sitze sind drin. Das heißt, man kann sogar mal Beifahrer mitnehmen. Kratzerfrei. Kratzerfrei. Ja. Keine Beulen. Ich mach nichts rein. Gut, dann ziehen wir uns mal um. Okay, angezogen sind wir. Bernie sitzt im Auto. Also nur noch halbwegs rechtzeitig gekommen und fällt jetzt mal auf seine erste Stationsrunde. Ihr fragt euch vielleicht, wo ich hier gerade bin, Leute. Wir sind mitten irgendwo in der Strecke. Da hinten ungefähr ist die Eau Rouge und dann geht es hier so ganz steil hoch. Und das ist die lange, lange Camel Straight. Da werden wir wahrscheinlich so 250 km/h erreichen, bevor es da hinten dann eine Schikane gibt. Und die Rennstrecke hat nicht umsonst den Spitznamen Ardennen-Achterbahn. Wir sind hier in Ardennen, in den Gebirgewäldern und die Strecke schlängelt sich wirklich wie eine Achterbahn hier durch. Die ganze Zeit geht es bis da hinten hoch und dann fährst du so geschlängelt den ganzen Berg wieder runter. Richtig geile Strecke. Und ich bin gerade hier mit Paul unterwegs, um halt so ein bisschen zu gucken, wo man das Ganze filmen kann. Ist aber, wie ihr sehen könnt, nicht so leicht, weil hier sind auch Zäune und Bäume und so weiter. Aber da unten, wenn ihr das Gelbe da unten irgendwo so erkennen könnt, da unten verläuft die Strecke. Und wir sind auf dem Weg gerade nach ganz da hinten, um das Ganze mal auszuchecken. Mit diesen Elektrorollern hier, ne? Die hat Bernie geholt. Ja, sind die jetzt geliehen oder so? Ich glaube, er hat die geholt, gekauft. Ich glaube, die sind fürs Rennen jetzt immer. Das wäre natürlich geil. Also, dass man, ne, bisschen mobil ist. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, bis ich dran bin im Auto. Und so lange checken wir die Strecke halt noch rundherum ab mit diesen Rollern. Wow. Wie der Name schon sagt, doppelte Linkskurve. Hier ist, wie man also auch schön sehen kann, geht es wieder bergab. Also man kommt ganz hier hinten hoch, die ganze Zeit die Gerade hoch.
Da hinten ist dann auch ein paar Kurven, dann kommt man hier wieder runter und schlängelt sich den ganzen Berg wieder runter bis dahin. Gerade fahren hier Straßenautos, deswegen ist es nicht ganz so laut, ein bisschen unspektakulärer, weil es der Trackday ist in zwei Teile. Abwechselnd fahren die Straßensportwagen ihren Trackday und dann die Rennwagen, dass heute eben so ein Trainingstag ist. Aber ich freue mich schon selbst, gleich hier zum ersten Mal selbst zu fahren. Der Jaap fährt nämlich gerade, das ist unser Instructor heute. Jaap kann das. Und Jaap kann fahren. Warum Jaap kann Jaap das? Auch nicht allein. Auch. Wir sind nicht allein im Auto. Allein ist leider nicht da, aber Jaap ist da. Und da machst du es genauso. Ja. Ich fahre da jetzt mal mit. Falsch! 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 Es müssen noch weitere Sicherheitsvorkehrungen erst gemacht werden. Oh. Headset. Falsch! Oh, du hast einen Druck gemacht. Du hast noch 3 Sekunden. Ach, okay, gar kein Stress. Rot ist rechts. So, richtige Reihenfolge muss beachtet werden. Jetzt darfst du mir das überstülpen. So wie Panna Cotta. Andersrum. Aber andersrum. Andersrum. Wo ist denn der Hans? Der Hans kommt gleich drauf. So, ach. Ja. Weißt du, was ich festgestellt habe? Ja. Auf dem Passenger Seat ist man viel schneller. Ich glaube, wir sollten ab jetzt die Rennen auf dem Passenger Seat fahren. Ich glaube auch. Weil es geht schneller. Es war schon mal krass, jetzt als Beifahrer hier mitgefahren zu sein. Zum ersten Mal die Orange und da drückt ihr wirklich in den Magen rein. Also wie eine Achterbahn, aber jetzt steige ich mir erstmal selbst ins Auto. Und euch nehme ich mit. Damit willkommen aus der Onboard-Perspektive. Hier auf einer schnellen Runde in Spa. 7 Kilometer lang ist die Strecke. 1950 fuhr zum ersten Mal die Formel 1 hier. Und das ist die erste Kurve. Lasso, ganz eng rechts geht es rein. Im zweiten Gang wird gefahren, nah an der Mauer vorbei. Leichtes Übersteuern habe ich den Greifen. Sind schon ziemlich am Ende, deswegen erwarte jetzt hier keine Rekordrunde. Aber wir geben natürlich unser Bestes. Und vorne gerade auf dem Bergabstück über 200 km erreicht man hier locker. Nah rechts an der Mauer, dann geht es links rüber hier in die Orange rein. Das ist die Mutkurve. Rennen über den Korb rüber und dann oben wieder gerade stellen. Das Auto würde ganz leicht. Und wenn man hier das Auto verliert bei ungefähr 200 km/h, dann rast du hier rein in die Mauer und dann ist das ganze Rennwochenende im Zweifel vorbei. Deswegen, da muss man sehr viel aufpassen und trotzdem darf man keine Zeit verlieren. Denn jetzt ist hier die ganz, ganz lange Chemistry und auf der verlierst du halt Sekunde um Sekunde, wenn du davor in der Rouge Zeit verlierst. So, bei ungefähr 250 hier hängen wir den Anker raus. Heute wird gebremst und dann geht es komplett hier innen über die beiden Curbs rüber in dieser Schikane. Vor uns ist ein McLaren von Lisette Brahms. Die testet auch gerade. Die fährt auch in der GT4 European Series. Also fair ist eine Konkurrentin tatsächlich im nächsten Rennen von mir und die testet eben auch heute hier. Wir bremsen rein in diese 180-Grad-Kurve. Wir müssen dann ganz geduldig sein, warten, bis man wieder ans Gas geht. Und es geht eben jetzt hier die ganze Zeit bergab. Also wir sind erst berghoch gefahren und jetzt hier schön bergab. Und wir saugen uns hinten dran an die Lisette Brahms. Deswegen ist jetzt die Kurve vielleicht noch nicht ganz ideal 100% gefahren. Aber wir haben ein bisschen mehr Speed gerade als sie. Dementsprechend sage ich einfach mal hier, ich bin hier links. Und kommen wir schön vorbei. Und diese Doppel-Links-Kurve ist super schnell. Jetzt fahren sie nicht ganz so, wie man sie normalerweise fährt durch das Überholmanöver. Aber da ist, muss man auch gucken, dass man möglichst viel Speed mitnimmt. Eine sehr schwere Strecke hier in Spa, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Also auch Orange, da muss man wirklich, da habe ich zum ersten Mal richtig Angst gehabt, als ich zum ersten Mal runtergefahren bin und gedacht, scheiße, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin. Also schon da irgendwie längs zu fahren, ja, aber schön so richtig auf Renntempo zu fahren. Da hatte ich in den ersten Versuchen richtig, richtig großen Respekt vor. Und den Respekt habe ich immer noch, aber ich habe es zumindest geschafft, jetzt mittlerweile halbwegs auf ansprechendes Tempo zu kommen. Jetzt gehen wir wieder hier rechts raus und geben ordentlich Gas. Es wird leider schon die rote Flagge gesprengt, das heißt wahrscheinlich ist irgendwo einer eingeschlagen und die Session wird gleich beendet. Wir fahren in die Box rein, aber wir nehmen noch hier die letzte schnelle Kurve mit. Ihr seht hier, es wird so viel Vollgas gefahren und die Mauern sind nicht weit weg von der Strecke. 230 haben wir jetzt, lupfen wir hier leicht und jetzt geht es hier links rein. Blanchimont heißt diese Kurve auch eine richtige Mutkurve mit Vollgas. Geht es dann wieder durch, sobald wir dann hinterm Apex sind und auf die letzte Kurve zu. Das ist die Bus-Stop-Chicane. Wir bremsen jetzt hier aber ein bisschen früher, da wir jetzt hier rein in die Box müssen, aber ihr seht jetzt eigentlich, geht es hier noch einmal schön rechts und links und dann wieder auf die Stadt hier gerade. Das heißt, ungefähr eine volle Runde habt ihr jetzt hier gesehen, aber wir haben ja noch ein paar Session Stall, ja? Ein paar schöne Bilder gibt es noch. We'll be right back.
Was für eine Strecke, Leute. Richtig krass. Ich habe vor keiner Strecke, die ich bisher gefahren bin, so viel Respekt. Ich jetzt hier vor Spa. Ich bin jetzt den ganzen Tag hier zusammen mit dem Jaap gefahren. Er war die ganze Zeit als Instructor auf der Seite und hat mir sehr viel geholfen, sehr viel vorangebracht und mir gezeigt, wie man Eau Rouge und Blanchimont, die beiden ganz schnellen Ecken hier, ihr habt es in meinen Kommentaren wahrscheinlich ja gehört. Da muss man richtig Vertrauen in sich selbst haben und aber auch Vertrauen ins Auto und genau wissen, wie sich das Auto anfühlt. Weil wenn du da das Auto verlierst, dann fliegst du an die Wand und dann ist das Auto kaputt. Hoffentlich tut man sich selbst nichts. Aber ne, bei 250 abfliegen, nie eine gute Geschichte. Ging aber alles gut soweit heute. Deswegen bin ich ganz zufrieden. Mit der Rundenzeit noch nicht. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Wir hatten jetzt aber auch am Ende total kaputte Reifen. Also die Runde, die ihr im Kommentar gesehen habt, war wahrscheinlich hier aus dem letzten Stint. Oder bin ich am besten gefahren. Ja, da waren die Reifen halt schon hin. Dementsprechend war es mit Sicherheit noch weit ab von der perfekten Runde. Die müssen wir natürlich im Qualifying hinbekommen. Nächste Woche dann am Samstag. Aber ja, soweit Leute heute. War das auf jeden Fall richtig cool. Hat ordentlich Laune gemacht. Wie fandest du es überhaupt heute? Ich glaube, wir waren ein bisschen nicht so schnell. Ich habe gerade die Zeit gesehen, waren ein bisschen nicht ich so schnell. Am Ende nochmal mit den scheiß Reifen bin ich nochmal in der 37er Zeit. Also nochmal eine ganze Ecke nach vorne. Ja, aber wir waren nicht so schnell. Also nee, waren, es geht noch wir weiter. Wir waren jetzt nicht langsam. Wir waren jetzt nicht grottig. Wir waren jetzt nicht, aber wir waren auch nicht allein. Wir waren nicht allein. Allein, nur allein ist allein. Also wir waren nicht allein. Wir waren nicht allein. Nicht aber allein. Wir waren nicht so schnell. Also wir waren nicht schlecht, aber wir waren auch nicht top. Aber Strecke gefällt dir? Die macht auch ein bisschen Angst manchmal. Die macht, ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Es war für mich zum ersten Mal bei irgendeiner Strecke so, dass ich fahre und Angst habe, ja, spät zu bremsen. Wo du denkst, boah, bin ich schnell, bin ich schnell, bin ich schnell. Und, das wird und dann ist schneller. Es aber nicht mal schnell. Nein. Es geht immer noch schneller. Aber ich habe eigentlich normalerweise nie Angst, spät zu bremsen, weil da ist ja immer Auslaufzone und so weiter, bremst ein bisschen später. Aber hier fährst du auf die Rouge zu und du denkst, ich kann jetzt nicht hier voll drauf bleiben oder ich muss früher bremsen. Und dann geht es da so runter und zack hoch und das ist aber ein geiles Gefühl. Das. Der fährt auch nicht voll. Nee, aber der fährt schnell. Ja, das ist unfair. Ja. Und der Instructor ist leider zu schnell. Der ist von allen heute nicht mehr mit nächstes Mal. Und er ist ein harter Lehrer. Ja, stimmt. So, wir hatten ja Olli da ja auch schon. Der ist total streng. Und der ist total nett. Weißt du, Olli ist total nett und sagt immer, oh, super, super. Weißt du, fast Querkstand, alles super. Also, Olli ist auch guter Lehrer, aber er ist trotzdem nett. Und hast du wieder gar nicht gewählt? Machst du da drüber? Konzentrier dich mal. Bei mir auch. Aber das fand ich wirklich krass. So der Unterschied zwischen so von den Instruktoren, von Olli, jetzt so, ja, weil der einfach uns immer weiter und noch weiter und noch schneller. Nächste Woche schaffen wir die Pokale, wenn wir zweimal aufs Podest fahren, haben wir 4 Pokale zusammengeholt. Okay. Gewagte Aussage, aber vielleicht schaffen wir es. Nein, das war keine gewagte Aussage, es war ein Rechenbeispiel. Ein Rechenbeispiel. Außerdem, es kommt ja wieder die Spielkindfolierung dann drauf, beziehungsweise wir nehmen das andere Auto mit der Spielkindfolierung und dann das gewinnen wir noch mal ein paar Zehntel. Nee, weil das ist für uns. Das Spielkindauto ist eher für uns. Übrigens, könnt ihr zuschauen hier. Das heißt, und ich glaube sogar, hoffentlich sei ich nichts falsch, der Eintritt ist kostenlos. Der Eintritt ist kostenlos. Ja, hier im Spa ist es nur ungefähr eine gute Stunde von der deutschen Grenze. Und es ist total schön hier. Es ist mega schön. Da muss man gewesen sein. Wir haben einen Waldspaziergang heute gemacht. Ja, ich habe auch eine gemacht. Das glaube ich nun aber lieber nicht. Auf der so mal. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne vorbeikommen. Nächstes weit. Wochenende. Link und Daten stehen unten drin. Und dann könnt ihr auch mal Benny hallo sagen. Freitag, Samstag, Sonntag. Ich bin wahrscheinlich auch da. Wahrscheinlich ist er auch da. Wahrscheinlich auch nicht allein. Also allein war ich da. Aber wir beide sind da. Wir können auch hier zuschauen. Aber jetzt machen wir unseren Weg zurück nach Hause. Ich glaube, wir können mit einem ganz guten Gefühl auf jeden Fall jetzt hier ganz entspannt nach Hause fahren. Und das ist für mich nochmal die Gelegenheit, Leute, euch zu sagen, hier, das neue Go Vlog Yourself Shirt, das gibt es seit gestern im Store. Ich hoffe, es ist noch nicht ausverkauft. Könnte sein, dass es manchen Gerüchten schon weg ist. Aber checkt am besten aus, Leute. Spiegel.de, Link ist unten in der Beschreibung, ganz oben. Da könnt ihr euch das neue Shirt hier holen. Und wir machen uns jetzt auf den echt kurzen, geil kurzen Rückweg, ne? Nur anderthalb Stunden fahren wir nach Hause. Nicht mal, 1 Stunde 14. Krass. So krass. Das ist echt mega nice. Hat seine Vorteile, in Köln zu wohnen, unter anderem das. Aber euch sage ich jetzt an dieser Stelle mal tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen, drückt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen und übermorgen wieder mit dem nächsten Vlog. Mach's gut, ciao.